Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich was ganz Besonderes und ich freue mich so unfassbar doll, euch das jetzt zu zeigen. Und zwar, ich habe ein Paket zugeschickt bekommen von Lethe Cosmetics wieder, denn die haben eine neue Kollektion rausgebracht. Das hatte ich euch auch schon erzählt in meinem Black Friday Video, wo ich euch erzählt habe, was ich gerne kaufen möchte, was ich euch empfehlen kann. Und sie hatten mich angeschrieben und gefragt, ob sie mir die Kollektion wieder zuschicken dürfen. Natürlich sage ich da ja, ich liebe diese Marke absolut. Und heute möchte ich euch die Sachen zeigen. Die Kollektion beinhaltet, was ich persönlich extrem gut finde, auch eine neue Lidschattenpalette. Bei Lethe Cosmetics ist es ja so, dass ihr euch die Lidschattenpaletten auch selbst zusammenstellen könnt. Das heißt, ihr könnt eine Leerpalette kaufen und dann die einzelnen Lidschatten, die ihr schön findet. Und die bisherige Lidschattenpalette war weiß. Ich zeige euch die mal kurz. Die sah so aus. Das war die bisherige. Und davon habe ich zwei Stück, die voll sind. Und ich finde es persönlich super, wenn es auch verschiedene Farben gibt, weil man das natürlich so dann leichter unterscheiden kann. Also ich wäre auch sehr, sehr, sehr dafür, dass es vielleicht noch andere Farben irgendwann geben wird. Zumal ich die schwarze halt auch extrem geil finde. Also das Motiv, was da drauf ist, gefällt mir extrem gut. Die andere vorher natürlich auch, aber die schwarze ist sofort in mein Herz geschossen auf jeden Fall. Die einzelnen Lidschatten kommen dann wieder in diesen kleinen Boxen. Ich glaube, das hatte ich euch schon mal gezeigt. Da sind, wie gesagt, die einzelnen Lidschatten drin und ihr könnt die dann rausnehmen und in eurer Palette sortieren. Ich habe mir die Palette jetzt natürlich so sortiert, wie sie auch auf der Seite zu sehen ist. Falls ihr das irgendwie blöd findet, euch das vielleicht anders sortieren möchtet, könnt ihr das natürlich machen. Aber ich persönlich finde, das ergibt Sinn, so wie die Palette angeordnet ist. Und deswegen habe ich mir die genau so einsortiert, wie sie auch sind. Ich finde es nämlich super, dass hier zum Beispiel die Grüntöne natürlich miteinander in einer Reihe sind. Dann finde ich, dass die Töne prinzipiell gut zusammenpassen. Also gerade diese orangelichen Farben mit dem Blauton. Deswegen finde ich es super, dass die nah beieinander sind. Also insofern gibt euch die Palette natürlich schon ein bisschen Inspiration. Die ganzen Sachen kommen übrigens auch wieder super sicher verpackt. Also es ist in so Luftpolsterfolie eingewickelt. Insofern kann da nichts passieren und da ist auch nichts kaputt angekommen. Und dann gab es noch drei Lippenstifte in dieser Kollektion mit ein bisschen außergewöhnlicheren Farben. Das finde ich aber auch mal was Schönes und eben nicht nur diese 0815 roter Lippenstift und wie auch immer, sondern es gibt einen sehr, 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 sehr dunklen, das ist glaube ich ein sehr, sehr dunkler Lilaton, fast schwarz, der heißt Nemesis. Dann gibt es einen, ja wie so orangenen, koralligen Ton und dann gibt es einen, ja so ein Army Green. Also richtig interessant, der heißt Wasteland. Da bin ich extrem gespannt, wie der bei mir aussieht. Ich glaube, ich habe heute schon entschieden, welchen Look ich nehmen möchte oder was ich probieren möchte. Und da würde der, glaube ich, jetzt leider nicht dazu passen. Aber ich werde dann auf jeden Fall die anderen beiden heute mal swatchen. Und das Video soll auch heute jetzt keine umfassende Review sein. Die wird es definitiv geben. Das wird auf jeden Fall das sein, woran ich jetzt als nächstes arbeiten werde. Ich werde dann auch wieder drei Looks für euch schminken. Und dann kann ich euch natürlich auch noch mal ein bisschen was zu den Lippenstiften sagen. Beziehungsweise dann werdet ihr sicherlich auch den Wasteland auf jeden Fall sehen. Heute soll es jetzt einfach bloß ein erster Eindruck sein. Prinzipiell gehe ich mal davon aus, dass die Qualität wieder so extrem gut sein wird wie sonst auch. Was ich euch schon mal mitteilen kann, ist, dass die Lidschatten keinen Geruch mehr haben. Das fanden einige ja doof. Ich persönlich fand den Geruch total geil. Also ich hätte den auch ruhig beibehalten. Aber ich kann verstehen, dass sie den Geruch rausgenommen haben, weil es dann doch einige vielleicht gestört hat. Also die neuen Lidschatten riechen nicht mehr. Und falls ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich finde nur den grünen Lidschatten besonders interessant oder nur irgendeinen anderen Ton daraus, ihr könnt euch die Lidschatten einzeln bestellen. Ihr könnt die komplette Kollektion bestellen. Oder ihr könnt, das ist auch so zweigeteilt, also ich glaube, das ist eine Kollektion für sich und das ist eine Kollektion für sich. Das könnt ihr auch jeweils einzeln bestellen. So, ich habe euch mal wieder ein bisschen näher rangeholt und wir fangen jetzt auch wirklich an mit dem Schminken. Ich gehe zuerst mit diesem Ton in die Lidfalte. Der ist ein bisschen zu dunkel, um das Lid damit zu setten, aber ich denke mal so als erste Übergangsfarbe ist der definitiv gut geeignet. Ich hatte überlegt, welchen Look ich heute schminken wollte und habe wirklich lange, lange überlegt, was ich machen will, weil ich extrem hin und her gerissen war, weil ich halt wirklich, da sind so besondere Farben drin. Ich sage nur, dieser Grünton, dieser Blauton finde ich wunderschön und ich habe wirklich bis zuletzt mit mir gekämpft und habe mich jetzt aber dafür entschieden, dass ich den Grünton mir noch ein bisschen aufhebe und dass ich heute so ganz standardmäßig mit meinem Blau gehen werde. Ich weiß, vielleicht hängt es euch auch schon zu den Ohren raus, vielleicht könnt ihr es nicht mehr sehen, aber ich stehe so drauf und ich finde dieses Blau schon wieder so schön, dass ich es unbedingt nehmen möchte. Als Pinsel nehme ich jetzt von BH Cosmetics, das ist aus diesem Festival-Set die Nummer 6.
Ja, wie ihr sehen könnt, man kann das ganz gut sehen bei mir. Wenn ihr ein bisschen dunklerer seid vom Hauttypen her, könnte das für euch eine gute Settingfarbe sein. Aber ich finde, das ist für mich eine gute Übergangsfarbe, so für den Anfang. Ich habe gerade schon wieder festgestellt, dass ich mal meine Pinsel hätte waschen sollen. Meine Lieblingspinsel sind schon wieder in Benutzung. Ich nehme als nächstes diesen leichten Orangeton, der genau daneben ist. Und der kommt jetzt auch in die Lidfalte. Ich möchte den ruhig so ein bisschen höher ziehen, weil ich vorhabe, eventuell, das werde ich mir noch spontan überlegen, eine Cut Crease zu machen. Ja, aktuell kann ich schon wieder nichts als positive Worte für diese Lidschatten finden. Schaut euch diesen schönen Ton mal an. Der lässt sich unfassbar gut wieder auftragen und verblenden. Wird nicht fleckig, wird nicht streifig, nix. Und ich möchte mal anmerken, ich gehe hier wirklich mit einem sehr fluffigen Blendepinsel rein. Der ist übrigens von Ebelin, dieser Professionals Blendepinsel. Ja, da ist es manchmal auch schwierig, genug Farbe aufs Auge zu kriegen, weil der eben so weich ist. Lidl Cosmetics killt einfach alles. Jetzt gehe ich mit dem Ton darunter in die Lidfalte und das aber nicht ganz so hochziehen, weil ich will, dass man diesen Orangeton noch sieht. Ich habe natürlich die Lidschatten jetzt schon vorher reingemacht und habe mir nicht aufgeschrieben, wie sie heißen. Und habe somit leider natürlich die Namen nicht im Kopf, aber ich denke mal, wenn ich euch das zeige, werdet ihr das sicherlich auch erkennen und auch wissen, was gemeint ist. So, jetzt wird es Zeit für die Cut Crease und ich habe hier von P. Louise diese Make-up Base bestellt, beziehungsweise Lisa hat bestellt und ich durfte mitbestellen. Und die habe ich jetzt noch nicht getestet. Die soll ja für Cut Crease und alles Mögliche wohl extrem gut sein. Ich bin sehr gespannt, ich werde die jetzt mal benutzen dafür. Und jetzt kommt natürlich der Star der Show, was dieser dunkle, schöne, petrolblaue Ton sein wird. Und ich nehme meinen MAC 242. Ich habe übrigens den 242S gekauft an Black Friday, also werde ich dann demnächst diesen verwenden. Und ja, hoffe, das ist dann für euch ein bisschen hilfreicher, weil den 242, den normalen oder den damaligen, gibt es halt nicht mehr, sondern nur diese S-Variante. Ich habe übrigens die P. Louise Base jetzt nicht gesettet, weil ich gehört habe, dass man das machen soll, damit die Farbe halt besser drauf haftet und... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich liebe dieses Blau. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das nicht wunderschön? Ich glaube, ihr könnt Blau bei mir bald nicht mehr sehen, ich weiß, aber ich liebe Blau einfach derzeit. Blau ist einfach so wunderschön. Ich werde für den äußeren Augenwinkel, weil das jetzt so nichts Halbes und nichts Ganzes ist, werde ich jetzt diesen ganz dunklen Ton hier unten ein bisschen mit diesem hier mischen, um das so ein bisschen abzudunkeln. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt kommt natürlich noch der Inner Corner Highlight und das wird diese wunderschöne Farbe hier werden. Und dazu nehme ich den 238 von Zoeva. Ich liebe die Farbe jetzt schon, ich glaube, das weiß ich. Yep. Uhuhuhu. Die ist auch mega schön. So, und am unteren Augenkranz werde ich jetzt noch ein bisschen diese beiden Farben hier auftragen und vermischen. Aber das mache ich jetzt mal kurz off-camera, weil ich dabei immer gucke wie der letzte Horst.
So, ich bin wieder zurück und habe auch Wimpern aufgeklebt. Also wir sind jetzt soweit mit den Augen fertig. Und Leute, ich liebe dieses Blau. Es ist einfach nur so schön. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Okay, bevor ich jetzt weiter noch rumstammle und nach Worten suche, werden wir jetzt nochmal zu den Liquid Lipsticks kommen. Ich werde definitiv den schwarzen, oder also nicht schwarzen, aber diesen sehr, sehr dunklen Ton jetzt mal schnell ausprobieren. Und dann möchte ich diesen orangenen Ton benutzen, weil ich glaube, der könnte ganz gut gehen mit dem Augenlook. Ja, die Lipsticks kommen übrigens so an. Ihr könnt hier unten einfach ziehen und dann kommen die raus und dann ist hier der Liquid Lipstick dran. Von den Liquid Lipsticks habe ich euch auch schon öfter mal was erzählt. Die mag ich auch extrem gerne. Hier liegt zum Beispiel auch gerade einer, den ich habe. Das ist die Farbe Rapture. Ich finde die einfach nur genial. Ich mag die Formulierung total. Die sind sehr, sehr dünn. Das denkt man erst gar nicht. Sind aber total deckend und auch super angenehm zu tragen. Ich habe derzeit auch wieder total trockene Lippen. Und das ist durchaus eine Formulierung, die man damit trotzdem tragen kann, da sie nicht zu doll austrocknen. Dann schauen wir jetzt mal, wie krass dieser dunkle Lippenstift an mir aussieht. Okay, das ist jetzt die Farbe Nemesis. Ich finde die so geil. Ich wünschte, ich würde in einem Beruf arbeiten, in dem das total in Ordnung wäre, mit einem schwarzen Lippenstift vor den Kunden zu sitzen. Aber es ist leider nicht so. Ich finde den so cool, echt ohne Witz. Da sind so kleine Glitzerpartikel drin, die hatte ich tatsächlich anfangs nicht gesehen. Die sind so, also auf meinen Lippen schimmern die so tatsächlich sehr bläulich und auch so ein bisschen rötlich. Also auf jeden Fall mega, mega cool. Mit so dunklem Lippenstift muss man natürlich immer vorsichtig sein beim Auftragen. Also eigentlich mit jedem Lippenstift. Aber das ist natürlich noch ein bisschen unverzeihlicher, wenn man da ein bisschen schlampt. Aber so sieht der natürlich richtig cool aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mit so einem schwarzen Lippenstift rausgehen würdet oder ob ihr generell solche Lippenstifte überhaupt in eurer Sammlung habt oder auch tragen würdet. Das würde mich wahnsinnig da interessieren. Ich war einmal auf einer Party, da habe ich einen schwarzen Lippenstift getragen und von Jeffree Star, glaube ich, damals Weird, und den fand ich auch mega cool. Okay, dann testen wir jetzt noch diese wunderschöne Farbe hier. Bin super gespannt, wie die aussieht. Kann man irgendwie auch immer schlecht einschätzen, wenn man es nicht auf der Lippe getragen sieht. Gar nicht so orange, wie ich dachte. Finde ich aber echt schön, die Farbe. Gefällt mir. Okay, die Farbe sieht auf den Lippen total anders aus, als ich jetzt von diesem kleinen Farbfoto quasi, was hier drauf ist, gedacht hätte. Die ist viel dunkler, wenn man das jetzt mal so nebeneinander hält, und nicht ganz so orange. Also ich würde eher sagen, das ist mehr so ein dunklerer Terrakotta-Ton. Richtig, richtig schön. Hätte ich überhaupt nicht gedacht und gefällt mir extrem gut. Das war dann jetzt erstmal der erste Test von den Produkten. Ich kann, denke ich mal, abschließend schon wieder keine schlechten Worte für diese Palette finden, sondern einfach nur positive Worte. Ich will diese Lidschatten jedes Mal einfach nur loben, wenn ich sie sehe und wenn ich sie benutzt habe. Ich finde dieses Blau, schaut es euch einfach an, es ist so wunderschön. Klar, ich habe in meiner Kollektion jetzt mittlerweile so viele verschiedene Blautöne, aber das ist so wie mit roten Lippenstiften. Die haben alle einen anderen Unterton. Der eine ist heller, der andere ist dunkler. Das ist jetzt mal so ein bisschen dunklereres Blau. Finde ich richtig, richtig, richtig toll. Gefällt mir extrem gut. Kann ich mir vorstellen, dass ich öfter benutzen werde. Es wird definitiv zu dieser Palette wieder eine Review geben. Ich denke mal, so 2 Wochen werde ich bestimmt dafür brauchen, weil ich aktuell viele Videos zu drehen habe, aber ich hoffe, dass ich es dieses Jahr noch hinkriege. Jedenfalls würde ich dann gerne wieder eine Review machen, wo ich die Palette für euch swatche, wo ich auch 3 verschiedene Looks ausprobiere. Ich würde dann auch wieder 3 andere Looks machen als den ich heute probiert habe. Also dann habt ihr quasi 4 Looks mit der Palette von mir gesehen. Deswegen werde ich wieder ein bisschen Zeit benötigen, das fertig zu machen. Übrigens, ja, ich weiß, ich bin euch immer noch die Review zu den anderen Paletten schuldig, da arbeite ich dran. Ich habe auch schon 1 Look damit abgedreht. Also das kommt definitiv auch, aber die Hive Collection hat erstmal Vorrang. Und weil die halt einfach neuer ist und weil euch das sicherlich mehr interessiert. Letztendlich, die Qualität ist einfach bombastisch, auch bei den anderen Lidschatten insofern, ja.
Ich werde natürlich auch dafür sorgen, dass ich euch drei Looks abdrehe, wo ich dann vielleicht die drei Lippenstifte nochmal benutzen kann. Also den von heute bin ich extrem begeistert. Den finde ich super, super schön. Auch den dunklen schwarzen fand ich jetzt mega geil. In der Tube sieht man übrigens ein bisschen mehr von diesen rötlicheren Reflects. Wenn man es dann auf den Lippen hat, sahen die bei mir ein bisschen blauer aus. Ich weiß auch nicht, woran es lag, aber ich fand es mega, mega schön. Und ganz interessiert bin ich natürlich an diesem dunklen Grün, beziehungsweise an diesem, ja, Army Green, würde ich auch wieder sagen. Der sieht so interessant aus. Ich weiß nicht, ob der an mir gut aussieht auf den Lippen, aber wir werden es definitiv rausfinden. Ja, das war's dann erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und vor allem, ob ihr die Marke schon kennt, denn ich denke, mittlerweile kennt die Marke jeder, der meinen Kanal abonniert hat, weil ich sie öfter mal erwähne und auch auf Instagram öfter mal erwähne. Insofern gibt es, denke ich, mal keinen mehr, der die nicht kennt. Schreibt mir aber auch vor allem mal, wenn ihr wegen mir Lidschatten gekauft habt von der Marke oder die Liquid Lipsticks. Würde mich extrem interessieren, ob ich euch damit angefixt habe. Ansonsten hoffe ich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!